Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sich gegen Diktatoren, sich gegen totalitäre Systeme zu stellen, erfordert viel Mut, die Bereitschaft, Nachteile in Kauf zu nehmen, und es erfordert feste eigene Positionen. Leider gerät unsere Welt immer mehr in Unordnung. Und der Kollege Harms hat es ja gerade eben ausgeführt, heute gerade am Jahrestag der russischen Aggression gegen die Ukraine, aber auch an vielen anderen Orten in der Welt. Und ich darf vielleicht die Gelegenheit auch nutzen, Frau Präsidentin, Dank zu sagen für die beeindruckende Veranstaltung heute Morgen. Sie hat uns doch einmal die Tiefe vor Augen geführt. Alexander Solschenizyn hat im Archipel Gulag und im ersten Kreis der Hölle bewegend erschütternd auf viele menschliche Schicksale schon vor 50, 60 Jahren aufmerksam gemacht. Ich erwähne das deswegen, weil das die Literatur ist, die mich in meiner Jugendzeit am meisten bewegt hat. Wir sehen im Augenblick im Iran Todesurteile. Wir sehen Verletzungen von Menschenrechten, von Frauenrechten. Und sich dafür einzusetzen, dass Menschenrechte überall gelten, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber es ist nicht so. 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wir haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechtsverletzungen und er hat ja auch diverse Verletzungen seit seinem Bestehen festgestellt. Der SSW-Antrag, inzwischen auch ist die SPD mit drauf gegangen, lenkt unseren Blick dahin, dass wir zumindest einen kleinen Beitrag leisten können, diejenigen zu unterstützen, die sich engagieren. Leitgedanke ist die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte seit 35 Jahren. Aber auch in anderen Bundesländern gibt es dort Initiativen. In Hamburg ist es vor allen Dingen auch Klaus von Donani, der dies mit auf den Weg gebracht hat. Menschen, die sich engagieren gegen Menschenrechtsverletzungen, die viele Dinge in Kauf nehmen müssen in ihren Ländern, wird die Gelegenheit gegeben, für ein Jahr, kann auch kürzer vielleicht sein, einen in Anführungsstrichen sicheren Hafen in einem Land zu haben, um dort eine Phase der, ich will nicht sagen Erholung, sondern eine Phase zu bekommen, um überhaupt die Stabilität zu bekommen, einen solchen Kampf bestehen zu können. Und da sind viele Dinge, die dann berücksichtigt werden müssen. Wer soll es sein? Wie geht es mit der Familie? Ist eine Rückkehr gefahrlos möglich? Welche in Anführungsstrichen Zielgruppe soll es sein? Es ist ja kein Zufall, dass gerade in totalitären Ländern vor allen Dingen auch die Presse unterdrückt wird, weil man eben keine Transparenz will und deswegen auch Journalisten so viel verfolgt worden, wie es das lange schon nicht mehr gegeben hat. Oder auch Anwälte. Es mag ein kleines Signal sein, aber es ist ein Signal. Jede Unterstützung für eine Stimme der Freiheit ist eine Hilfe, ist ein Signal an Diktatoren. Wir sehen nicht weg. Wir schweigen nicht, wir schauen auf eure dreckigen Finger. Und, meine Damen und Herren, das wird auch wahrgenommen in den Ländern, die betroffen sind in der Welt. So etwas motiviert vielleicht auch zusätzlich die nötigen Kraft für einen solchen Widerstand zu haben. Wer bei uns ist, wer hier war, der bekommt Kontakte, die bleiben. Man kann Informationen austauschen. Man kann auf sich aufmerksam machen und ob dies ein Schutzprogramm sein muss oder vielleicht eine andere Form, darüber, wir hatten gestern uns ja ausgetauscht, Herr Kollege Harms, darüber ist vielleicht Flexibilität in der Erörterung möglich. Wir sind jedenfalls gern bereit, im Innen- und Rechtsausschuss und begleitend im Sozialausschuss darüber zu sprechen. Wir stehen an der Seite der Freiheit. Wir stehen an der Seite der Menschen, die sie verteidigen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.